Moin, ich bin der Max, ich komme aus Berlin und ich studiere jetzt in Fechter. Ihr fragt euch sicherlich, warum ich aus der Großstadt in die Kleinstadt gezogen bin. Und jetzt erzähle ich euch was dazu. Diese Wahlkombinationen, die man hier in Fechter machen kann, ob jetzt mit Lehramtsoption oder ohne Lehramtsoption, so wie ich es mache, das hat mich echt überzeugt. Die Dozenten sind so gut wie immer ansprechbar. Man kriegt sehr, sehr schnell Antworten. Die größten Unterschiede zwischen Berlin und Fechter sind alles. Es ist alles unterschiedlich. In meinem Kiez in Berlin haben mehr Leute gewohnt als jetzt gerade in ganz Fechter. Aber es hat natürlich auch Vorteile. Ich fahre jetzt mit dem Fahrrad. Das habe ich in Berlin nicht gemacht. Bin ja nicht selbstmordgefährdet. Man tauscht sich sehr intensiv mit seinen Kommilitonen aus, die meine Nachbarn sind. In Berlin fährt man locker 40 Minuten bis zu seinem Kommiliton. Auch wenn der im gleichen Kiez wohnt. Natürlich fehlen mir die U-Bahn, auch der Geruch komischerweise. Mir fehlen natürlich auch meine Freunde. Jedoch, Fechter nach Berlin sind knappe 4 Stunden. Und wenn du eine Bahncard hast, geht das auch vom Preis her. Meinen Freunden und meiner Familie würde ich in Fechter den Zitadellenpark zeigen. Vor allem meiner Familie, denn der ist sehr schön und vor allem ist er sehr sauber, was ich aus Berlin nicht so kenne. Und dann würde ich sie einladen, beziehungsweise mich einladen lassen wahrscheinlich eher von meinen Eltern, in ein gutes Restaurant. Die haben wir nämlich recht viel hier in Fechter. Meine Freunde würde ich auf jeden Fall in die Banane mitnehmen und eine kleine Bartour machen durchs Bermuda-Dreieck. Wenn euch doch wirklich die Stadt fehlt, der Zug fährt stündlich. In genau einer Stunde ist man in Bremen, zur anderen Seite ist man in Osnabrück. Und du kommst mit deinem Studierendenausweis sogar bis nach Hamburg.